Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Sio Schrassaff und ich bin Zahnarzt in Frankfurt am Main. Befindest du dich gerade in kieferorthopädischer Therapie? Und dabei spielt es keine Rolle, ob du bei einem Kieferorthopäden, bei einem Zahnarzt oder sogar auch bei Dr. Smile oder Plus Dental gerade eben deine Schienentherapie durchführst. Das heißt, verwendest du gerade diese Aligner oder auch Knirscherschienen, die du nachts tragen musst, dann hast du dir mit Sicherheit schon mal die Frage gestellt, wie soll ich die denn überhaupt richtig sauber halten? Weil schon nach einem Tag kann die ganz schön ekelhaft aussehen oder auch ganz schön ekelhaft riechen. Falls du dir diese Frage schon mal gestellt hast, dann ist das heutige Video genau richtig für dich. Falls du gerade eine sogenannte Aligner-Therapie durchführst, dann hast du dir mit Sicherheit die Frage gestellt, wie soll sich die überhaupt reinigen? Also das Falscheste, was du machen kannst, ist mit einer Zahnbürste und Zahnpasta diese Schienen sauber zu machen. Weil durch die Schleifpartikel, die in der Zahnpasta sind, werden kleine Mikrorisse in das Material eingearbeitet und da können sich Bakterien noch weiter einnisten und dann riecht sie nach ganz kurzer Zeit ganz, ganz übel. Mein Tipp, bevor ihr irgendwie Geld ausgibt für irgendwelche Tabletten oder sonstiges Zeugs, holt euch einfach beim Lidl oder beim Aldi oder irgendwo eine ganz einfache, günstige Zahnbürste. Ich habe hier eine Kinderzahnbürste. Nehmt Handseife, genau, die Seife, mit der euch die Hände wäscht, ja, also die Handseife oder auch Spüli, einen Tropfen drauf, unter Wasser schön putzen. Das schäumt natürlich stark, gut ausspülen, weil sonst schmeckt es natürlich etwas unangenehm. Und dann riecht sie gut, sie ist dann wieder sauber und ihr könnt sie tragen. Das heißt, eure Zähne putzt ihr mit der Zahnpasta und der Zahnbürste und eure Schienen bitte mit einer anderen Zahnbürste und mit Handseife. Oder halt auch mit Spüli. Das gleiche könnt ihr übrigens auch eurer Oma und eurem Opa sagen, falls sie gerade eine Prothese tragen. Auch die sollten wir nur so reinigen, nicht mit Zahnbürste und Zahnpasta. Hast du weitere Fragen zu deiner Aligner-Therapie?